Na, Mini, welche Körperteile nehmen wir heute? Wie wär's heute mit Knie und Brust? Okay, also die Knie und die Brust. Zum dritten Teil der 36. Folge Lebendiges Musizieren mit mir, der Veronika Zobel, an der Gitarre oder auf Spanisch Guitarra oder auf Englisch Guitar. Ja, mit Gitarre und in Bewegung. Das ist wieder der coole Filmtrick. Hallo Kinder, hallo, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute auch mitgemacht. Nur mit einer Hand, aber das geht schon. Frau Zobel, mir ist was aufgefallen. Milli, was ist dir denn aufgefallen? Naja, wir haben ja bei dem schönen Blumenlied von der Frühlingsfee, ja, bei dem Lied haben wir ja von der Anemone gesungen, ne? Ja, von der Anemone, genau. Und den anderen Blumen. Ja, und schau mal bei der Anemone. Da hatten wir ja gezählt. Warte. Eins, zwei, drei, vier. Stimmt's? Ja, richtig. Anemone hat vier Schläge. Ja, schon. Aber in dem Lied, horch mal, wenn ich singe, Blumen hab ich mir bestellt. Blühe jetzt kommt's. Stimmt, Melli, da hast du aber richtig gut aufgepasst. Das ist ganz einfach zu erklären. Ja, zeig mal warum. Ja, das liegt daran, wir haben ja immer die Silben gezählt. Also wie viele Klatscher das Wort Anemone hat. Und wenn wir klatschen, Anemone, dann haben wir vier Klatscher. Aber in der Melodie haben wir nicht vier Klatscher gesungen, sondern fünf, also noch einen mehr. Denn aus der einen Viertelnote wurde eine Viertelnote mit Fähnchen. Na klar, Willi, da hast du vollkommen recht. Es gibt natürlich keine Viertelnote mit Fähnchen dran. Die heißt dann nämlich nicht mehr Viertelnote, sondern Achtelnote und sieht so aus. Ja, unsere Viertelnote, die hat ja den schwarzen Kopf und den Notenhals, genau wie diese Note hier. Aber unsere Achtelnote hat hier noch ihr Fähnchen dran. Genau. Die Anemone, hä? Da werden die hinteren zwei Töne zu zwei Achteln. Hier ist das Bild, wo die 1, 2, 3, 4 Viertelnoten oder Ta-Noten drauf sind. Anemone. Ta, 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 ta. Und wenn ich jetzt diese letzte Note austausche durch zwei Achtelnoten, ja, und die hier hinhalte, dann wird daraus ein Ta, 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 ti, ti. Anemone. Aber bei den zwei Tiki-Noten, da sieht man ja gar nicht mehr das Fähnchen.
Ja, Milly, da hast du vollkommen recht. Hier oben, da ist ein sogenannter Balken. Und wenn du dir die anguckst, hier war ja das Fähnchen. Und dann geben sich die beiden mit dem Fähnchen die Hand. Und dann entsteht dieser Balken. Also die zwei Achtelnoten geben sich ganz fest die Hand. Und das heißt, sie gehören zusammen. Man kann sie dann leichter in den Noten erkennen. Nennen das die Musiker, also Achtelnoten. Und wir können auch Titi-Noten dazu sagen, oder? Ja, Midi, genau. Wir können auch Titi-Noten dazu sagen. Cool. Ach, Frau Zobel, jetzt habe ich richtig Lust, das Lied nochmal zu singen. Mit allen Bewegungen. Kinder, wisst ihr noch, welche Blumen wir singen mussten? Ja? Na dann los, lasst uns nochmal singen. Dieses harfenähnliche Instrument, ja, das hat ein bisschen damit zu tun. Denn Lyrik kommt von der Lyra. Denn früher, da hat man Gedichte vorgetragen zu dem Harfenspiel, also diesem Saitenspiel der Lyra. Also man hat die Musik dazu gehört. Ah! Und Josef Guggenmos
Moos ist ein deutscher Lyriker, also ein Dichter. Und der hat ein wunderschönes Gedicht geschrieben. Hä? Echt? Ein Gedicht hat er geschrieben? Und welches? Etwa eins von der Tulpe? Genau, eins von der Tulpe. Und das geht so. Die Tulpe von Josef Guggenmus. Dunkel war alles und Nacht. In der Erde tief die Zwiebel schlief, die braune. Was ist das für ein Gewunkel? Was ist das für ein Geraune? Dachte die Zwiebel plötzlich erwacht. Was singen die Vögel da droben? Und jauchzen und toben. Von Neugier gepackt hat die Zwiebel einen langen Hals gemacht und um sich geblickt mit einem schönen Tulpengesicht. Da hat ihr der Frühling entgegengelacht. Nee, da hat ihr die Frühlingsfee entgegengelacht. Stimmt, Frühlingsfee, da hast du der Tulpe entgegengelacht. Frau Zobel, aber warum ist es denn da so dunkel am Anfang? Na, Lilli, denk mal nach. Ist doch ganz logisch. Wo ist denn die Zwiebel am Anfang? In der Erde? Stimmt. So eine Zwiebel, die steckt man ja in die Erde. Frau Zobel, sieht die aus wie die Zwiebel, die man essen kann? Na, so ähnlich wie die Zwiebel, die man essen kann, aber die Tulpe und so wie die meisten Frühjahrsblüher, die sind giftig. Die darf man nicht essen. Echt? Die sind giftig? Und, Frau Zobel, wenn man die jetzt angefasst hat, muss man sich da die Hände waschen? Ja, besser ist das. Oh, da gehe ich mal schnell Hände waschen, okay? Okay, liebe Minnie, geh dir mal schnell Hände waschen, aber beeil dich. Vielen, vielen Dank, Frühlingsfee. Ja, wir müssen jetzt los, wir müssen nach Hause. Ich warte darauf, dass sich die Milli beeilt mit dem Händewaschen und dann geht's los nach Hause. Ja, na klar, Frühlingsfee, wir kommen bald wieder. Oh, wir freuen uns auch schon, stimmt's, Kinder? Wir freuen uns, wenn wir wieder Musik mit dir machen können. Ah, ich bin wieder da! Frau Zobel, müssen wir jetzt schon nach Hause? Ja, Milli, wir müssen jetzt los. Okay, tschüss, Frühlingsfee! Ja, ich freue mich auch, dich bald wiederzusehen. Ich hab dich lieb. Tschüss. Frau Zobel, darf ich wieder in der Schubkarre mitfahren? Ja? Na klar, Milli. Na, Kinder, habt ihr eure Schubkarre? Milli, sitzt du gut? Ja. Na, dann kannst du jetzt losgehen. Mit der Schubkarre fahren wir nach Hause. Mit der Schubkarre fahren wir nach Hause. Langsam den Berg hinauf, den hohen Berg hinauf. Und schnell wieder runter, da wird die Milli munter. Und schnell wieder runter, und wir sind gleich da.